Hallo, lieber Wassermann, und herzlich willkommen zu deiner Legung für den Juli 2024. Die Legung ist für dich, wenn du den Wassermann im Sonne, Mond, Aszendent und oder in der Venus hast. Und du kannst natürlich auch für dein Gegenüber schauen. Und Zeit ist fließend, das heißt, es können Dinge bereits ab Mitte, Ende Juni eintreffen oder auch verspätet in den Juli hinein. So, und das ist eine Kollektivlegung. Auch hier ist können Botschaften auf dich zutreffen, muss aber nicht. Sollte schon was zutreffen, wenn du eben hier zuschaust. Ne? Ansonsten kannst du so eine Legung auch persönlich bei mir buchen. Meine Website ist verlinkt unter dem Video www.seelentalk.de. So, lieber Wassermann, Page der Schwerter. Es geht hier darum, wir haben hier Schwerter, die Luftenergie passt natürlich zum Wassermann und die Kopfenergie. Und es geht hier um neue Ideen, die auch Wachstum bringen. Ja? Sehr schön. Also auch hier unter dem Deck haben wir schöne Karten. Da gehe ich noch drauf ein. Schauen wir einmal auf die Kopfenergie. König der Kelche. Das kann natürlich dein Gegenüber sein, egal ob Mann oder Frau, die hier sehr gefühlvoll ist. Ja, und da haben wir die Blockade. Vielleicht ist dir die Person auch ein bisschen zu gefühlvoll. Ja, das kann schon sein. Auf der Herzensebene haben wir hier den Tod bei dir und die Wolken. Das heißt, da haben wir. Ja, auf der Herzensebene, da machst du so ein bisschen zu, bist du mich momentan sehr verkopft. Also ich habe so das Gefühl, du hast momentan gar nicht hier so auf Lust auf große Gefühlsduseleien. Was ist denn hier der Rat? Der Rat ist hier der Stern, also das heißt die Wunscherfüllung, die Manifestation und die Lilie. Hier wirklich seinen Weg zu gehen. Genau, also halt hier in deiner Manifestation fest und es geht hier vor allem mit der Lilie auch um diese weibliche Energie. Ja, du darfst hier komplett dich fallen lassen in deine weibliche Energie und dies auch ein bisschen weicher, dich auch weich zeigen. Ja, so was haben wir hier denn im Verborgenen? Da haben wir hier den Eremiten und den Brief. Das heißt, es kann sein, dass wir hier so ein bisschen so eine Rückzugs, dass du das Gefühl auch hast, ach, ich möchte mich zurückziehen, so fühlt sich das für mich besser an. Das kann natürlich sein, ja, dass du dich einmal zurückziehen möchtest. Ist aber natürlich auch möglich, dass er vielleicht die andere Person sich zurückgezogen hat. Ja, so. Das Gericht, ah, okay. Also wir haben hier von außen. Ich habe das Gefühl, du forderst hier so ein bisschen wie so Gerechtigkeit einfach. Ich hatte die Person sich zurückgezogen und geghostet und jetzt kommt die Person vielleicht wieder, der König der Kelche, und du machst komplett zu und denkst mir so, nee, nicht mit mir. Dass du da so ein bisschen selbst in die, ich kriege gerade rein, in die karmische Bereinigung gehen möchtest, ja? Wir haben hier die drei der Kelche und den Ring. Also auch hier wieder ist nicht nur auf Partnerschaften bezogen, sondern schöne Freundschaften haben wir hier drin zu liegen. Schöne Freundschaften, Austausch, auch Freundschaften, die auch wirklich, ja, wir haben ja auch die lebenslangen Partnerschaften, Freundschaften drin zu liegen. Oder wir haben auch hier eine Lebenspartnerschaft drin zu liegen, die kommt, wenn du in deiner weiblichen Energie bist. Ja, wenn du dich ein bisschen weicher zeigst. König der Münzen haben wir hier als Einfluss von außen. Das kann eine andere Person natürlich sein. Und da habe ich das Gefühl, dass es hier ein Seelenpartner ist oder Seelenpartnerin. Ja. So, und was haben wir hier? Was bringt dir Klarheit? Fünf der Schwerter und das Schiff. Also, es ist hier so ein bisschen mit der Fünf der Schwerter auch so ein bisschen so eine, geht ja immer um Veränderung, aber auch so eine Kampfenergie drin. Ja, also so ein bisschen jetzt. Oh. Was ich reinkriege, ist, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, immer zu kämpfen und zu machen. Und genau da darfst du hinkommen. Wenn du an dem Punkt bist, dann bist du in deiner weiblichen Energie, in dem du sagst, boah, ich muss jetzt hier gar nichts mehr beweisen. Ich muss hier nicht irgendwen anders beweisen, dass ich es wert bin, sondern die anderen dürfen es mir beweisen. Ja, dass du da wirklich komplett in deinen Wert auch bist. Ja. So, jetzt schaue ich nochmal so, was ich hier sehe. Also im Zentrum, wie gesagt, haben wir hier eine schöne, dass der Monat Juli für dich Wachstum bedeutet, auch expandieren, auch nach außen hin. Wir haben ja auch schön, vielleicht verreist du auch, wir haben ja so Urlaub nach außen hin drin, der hier auch recht schön wird, ja. Und es geht darum, dass du hier im Urlaub wirklich auch mal entspannen darfst, ne? Wirklich rausgehen darfst aus diesem, ich muss immer machen und tun, ja, sondern dich wirklich mal fallen lassen. Und wir haben hier jemanden zu liegen, das ist hier ein Seelenpartner, Seelenpartnerin, König der Münzen, ist eine erdliche Energie. Bodenständig, zuverlässig. Und da haben wir jemanden, eine gefühlvolle Person, die du aber, da blockst du ab. Ne? Da machst du zu. Es kann sein, dass da in der Vergangenheit was war, dass die Person auf einmal abgetaucht ist und du jetzt halt sagst, so, nee, jetzt mache ich das nicht mehr mit. Ne? Genau. Und dann, der haben wir hier noch die Welt und das Haus zu liegen. Das heißt, ich habe das Gefühl, es wird sich hier was im häuslichen Bereich.
Sie sagen gerade, es schließt sich ein Kreis, aber ich kriege irgendwie auch die Veränderung rein. Also vielleicht schließt sich da ein Kreis mit, dass du vielleicht irgendwie merkst, boah, ich möchte umziehen. Oder es geht um diese innere, also das Haus ist ja einmal klar, das physische Haus, aber es kann auch diese innere Häuslichkeit sein, dass du merkst so, boah, in mir selbst jetzt geschlossen, ich bin jetzt bei mir angekommen, ich weiß jetzt, das möchte ich nicht mehr mitmachen, das möchte ich nicht mehr, sondern ich weiß jetzt, ich möchte das und das, ne? Oder das ist mir wichtig. So, dann gucken wir hier auch noch mit den Orakelkarten für die Wassermänner. Was haben wir denn da hier? Da haben wir die Karte Bereitschaft. So, dann schauen wir mal. Dir stehen jetzt alle Möglichkeiten offen. Du weißt, was zu tun ist, bist versiert in deinen Fähigkeiten und mit Wissen und Klugheit gewappnet. Du spürst, wie du in eine neue Lebensphase eintrittst, wie die Menschen dir vertrauen und positiv auf die Selbstsicherheit, die du ausstrahlst, reagieren. Die Zeichen der Zeit stehen jetzt besonders günstig, um etwas Neues zu beginnen. Also es passt ja zu der Page-Energie, die wir hier im Zentrum auch hatten für Juli. Dann die Beziehungsbotschaft. Dein Selbstbewusstsein und Wohlgefühl mit dir selbst ist eine wesentliche Voraussetzung, haben wir ja auch drin zu liegen, ne? Um tiefere und innigere Beziehungen einzugehen. Du musst jetzt niemandem mehr etwas beweisen, haben wir ja auch gesehen. Du bist mit dir selbst in Einklang und kannst souverän mit allem umgehen, das dir begegnet. Du bist von Liebe und Freundschaft umgeben. Oder ziehst sie jetzt in dein Leben. Harmonische neue Verbindungen stellen sich ein. Du bist bereit, mit dem Herzen zu geben und zu empfangen. Kann es etwas Schöneres geben? Die Erfolgsbotschaft ist, du hast allen Grund, selbstsicher zu sein. Alles, was du brauchst, um deinen Erfolg eine konkrete Gestalt zu geben, steht dir nun zu Gebote. Wenn du jetzt zur Tat schreitest, kannst du gewiss sein, dass du bereit bist, in deine Kraft zu kommen, dein Licht leuchten zu lassen, deine Bestimmung in der Welt zu folgen. Die Richtung, der du jetzt folgst, ist die dir vom Schicksal zu gedachte. Deine Seele ist voller Freude über diese Wahrheit. Und die Schutzbotschaft ist, du bist noch nicht bereit voranzuschreiten oder solltest das akzeptieren. Schenke deine Aufmerksamkeit jetzt lieber den anstehenden Aufgaben und Terminen. So zu tun, als ob, kann zwar manchmal gelingen, aber eine Kennermine aufzusetzen und zu glauben, dass du einstweilen damit durchkommst, wird dir diesmal nur Ärger einbringen. Jetzt ist nicht der Augenblick, sich durchzumogeln, um mit Halbheiten zufrieden zu geben. Verschiebe die Dinge, bis du dich ihnen wirklich gewachsen fühlst. Es ist besser, andere jetzt zu enttäuschen, als sie später zu wünschen, du hättest es bei Zeiten um der Wahrheit willen getan. Also, das passt mal wieder super, ne, mit dem, was wir eh schon vorher gesehen haben, zusammen. Es geht darum, du brauchst jetzt hier wirklich nicht mehr kämpfen. Du darfst dich jetzt hier ausruhen, genieß mal den Juli für dich. Und genau, stell dich selbst auf den Podest, sei dir deiner selbst sicher. Und dann kann sein, dass hier eben eine Person kommt, die dir deiner eben auch würdig ist. Ne? Okay, wenn du möchtest, lieber Wassermann, kannst du wie immer, wenn du die Augustlegung nicht verpassen möchtest, natürlich meinen Kanal folgen, abonnieren. Du kannst ein Herzchen, Daumen nach oben da lassen. Du kannst gerne auch ein Emoji in die Kommentare packen, Kommentar. Ich lese mir alles durch, ich reagiere auf alles. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du hier bist, dass du mir folgst, dass du meine Videos guckst. Ist auch eine schöne Wertschätzung für mich eben, wenn man da einen Daumen nach oben da lässt oder wie auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.